Jo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur letzten Folge der zweiten Staffel des Cleverbots. Ja, eine lange Reise ist in dieser Staffel hier. Diese Staffel hat sich über mehrere Wochen gezogen, denn wenn man jetzt guckt, die erste Folge der zweiten Staffel des Cleverbots kam. Was weiß ich wann? Wir können ja hier mal nachgucken. Die erste Folge vom Cleverbot der zweiten Staffel kam vor 6 Monaten. Und zwar, um genauer zu sein, lass mich schnell nachschauen. Am 8.04.2022. Und diese Staffel, die zweite Staffel, endet am 29. Ja, diese Staffel endet einfach am 29., wenn ich jetzt richtig. Ja, 29.10.2022 um 17:30 Uhr endet diese Staffel. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das wirklich jetzt in Worte fassen soll, weil es ist halt einfach eine krank lange Zeit jetzt auch. Und wenn man hier mal guckt, hier kam die erste Folge, danach die zweite, danach kam erstmal gar kein Cleverbot mehr tatsächlich, danach erstmal Tutorial, danach hauptsächlich Minecraft-Videos, Dumbleguys und Roblox und tatsächlich auch wieder Among Us. Telonym kam wieder. Und dann irgendwann geht's weiter. Hier kam dann die dritte Folge vor einem Monat. Dann ging es wieder tatsächlich normal weiter mit Cleverbot. Dann habe ich mittlerweile auch Stumbleguys als normal aufgenommen. Dann fingen die Minecraft-Streams an. Serious Maker kam zwischendurch einmal. Und mittlerweile mache ich auch wieder Tutorials. Mittlerweile zocke ich ein neues Game. Und zwar Venge.io. Wo ich tatsächlich ein bisschen Scheiße gebaut habe, denn wie man hier sieht, ist die dritte Folge vor der zweiten Folge rausgekommen. War ein bisschen dumm eingestellt, aber egal. Und das hier ist ein Stream und ey, ich bin einfach krank dankbar für diese kranke Zeit halt einfach auch wirklich so, weil wenn man überlegt, wenn man jetzt mal schaut hier am 18.10., ja, der 18.10. ist mittlerweile aus meiner Sicht gerade mal 4 Tage her, also diese Woche Dienstag für mich. Weil für mich, wie man hier sehen kann, ich kann es ja mal hier einmal zeigen, für mich ist gerade der 22.10. und an diesem Tag hier hatte mein Kanal Premiere oder Jubiläum so gesehen. Und mein Kanal ist einfach 3 Jahre alt oder ich glaube sogar mehr, ich glaube 4 Jahre alt mittlerweile. Na, nevermind, 3 Jahre. Und es ist halt einfach krass, was das für eine kranke Zeit ist. Okay, damals halt angefangen mit den Streams und sowas erstmal. Hauptsächlich gestreamt über Handy halt damals noch. Dann, also hier zum Beispiel, das waren halt so die Handy-Streams, die ich damals gemacht habe. Dann kam irgendwann die Handy-Bildschirmaufnahme-Streams oder halt auch die Streams über meinen alten Laptop. Und irgendwann ging es halt einfach wirklich so weit, dass ich mit diesem Video einfach angefangen habe, über meinen PC Videos aufzunehmen. Und es hat auch mies Bock gemacht und so. Dann habe ich irgendwann einfach Among Us aufgenommen, allerdings auch noch über Handy. Wie man hier sieht, Teil 7 und ich glaube auch noch Teil 8 sind über Handy, Teil 9, Teil 10 auch noch. Paar Teile sind ja über Handy entstanden und dann hier tatsächlich hier. Among Us Teil 13 war ja mittlerweile dann schon über PC. Und damals, die Titel waren halt noch sehr einfach so. Die Titel waren sehr einfach gehalten bei mir damals. Hier zum Beispiel React of Apple 1984 und Fortnite 2020 und den Fortnite Splashdown Trailer. Oder hier, ich reagiere auf Kari Story bei Small World. Und halt die Among Us-Dinger. Among Us Teil 2 bis hoch Teil 18. Also mittlerweile habe ich wirklich die Titel von Among Us weiterhin übernommen. So. Mittlerweile kam dann irgendwann Cleverbot die erste Staffel. Ja, mittlerweile kam dann einfach Cleverbot die erste Folge online. Hier ist nämlich die erste Folge von Cleverbot. Die zählen tatsächlich nicht dazu. Hier kam dann die offizielle erste Staffel oder die erste Folge der ersten Staffel von Cleverbot. Und selbst das allein ist schon 1 Jahr her. Und diese Staffel ist halt einfach sehr stark gewachsen auch.
Mittlerweile habe ich ja auch ein Video mit über 1000 Aufrufen, 1019 Aufrufe, das Unbeliever Boardbot Tutorial. Und da möchte ich auch nochmal sehr, sehr großes Dankeschön sagen, dass ihr dieses Video so krass supportet habt oder auch dass ihr Zello-Programm herunterladen und fertigstellen und Account erstellen. Selbst das hat 280 Aufrufe. Und ey Leute, ich bin einfach unfassbar dankbar für diese krank geile Zeit. Klar, ich hätte jetzt gerne halt ein Video gemacht am 18.10., aber ich wusste nicht so ganz, was ich hätte sagen sollen oder so. Deswegen tue ich es jetzt mit dieser Cleverbot-Folge hier. Deswegen ist diese Folge jetzt auch ein bisschen länger. Oder hier alleine dieses StumbleGuys-Video, die erste Folge von StumbleGuys. Da geht es auch bald weiter übrigens. Ja, mit 457 Aufrufen. Und es ist halt einfach krank, so wenn man hier mal guckt unter beliebte Videos. Hier das Boardboard-Tutorial. Ja, das Unbeliever Boardboard Tutorial, Stumble Guys und dann halt wirklich halt die ganzen Tutorials, die Minecraft Bed Wars Videos oder hier auch das GTA Tutorial. Und ich bin halt einfach wirklich dankbar für jeden Einzelnen, der meine Videos guckt oder mich alleine mit einem mit alleine irgendwas kostenlos supportet und so. Und ich bin einfach dankbar für diese geile Zeit und definitiv ist diese Zeit auch noch nicht zu Ende. So, ich werde weiter durchziehen mit YouTube und so. Und man sieht hier auch schon in den letzten 30 Tagen alleine fast 1000 Views gemacht. So, und ich hätte niemals gedacht, wirklich, dass das so weit geht. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich die 121, beziehungsweise ich sag jetzt mal 120 Abonnenten erreiche. Ich hätte nicht mal mit 100 Abonnenten erreicht. Und mit Mal hatte ich 100 Abonnenten und es ging immer weiter hoch. Mit Mal hatte ich. Oder mit Mal habe ich auf einmal 121 Abonnenten und ich bin komplett sprachlos, was das angeht, weil ich hätte nie gedacht, dass da so eine Zahl jeweils stehen wird. Und ich bin ehrlich, ich bin nicht so der Sentimentale, was das angeht eigentlich. Ich bin eigentlich eher so der, ja, ich ziehe weiter Videos durch und was sowas angeht, halte ich hauptsächlich meine Fresse, aber ey, ich muss das jetzt einfach sagen, und zwar dickes, dickes, fettes Dankeschön an jeden Einzelnen, der mich hier kostenlos supportet mit einem Abo oder mit einem Like oder alleine einfach nur meine Videos gucken, hilft mir ja auch sehr, sehr weiter und ey, ich bin einfach so dankbar für diese geile Zeit. 18.10.2023 wird safe ein Jubiläum kommen. Ich schätze mal entweder Stream oder als Video, ich weiß es noch nicht. Kommt darauf an, wie ich schaff oder was ich dann schaff oder was ich dann halt machen der an dem Tag. Und ja, es ist halt einfach krank. So, alleine die Minecraft-Streams. Ich sehe ja auch, die Minecraft-Streams kommen sehr gut an oder halt generell einfach diese StumbleGuys-Streams hier oder generell halt einfach, ja, I don't know. Aber genug von dem sentimentalen Scheiß hier. Leute, wir springen jetzt rein zum Cleverbot. Wir machen weiter mit dem Cleverbot. Die Folge wird also ein bisschen länger, oder das Video an sich wird einfach ein bisschen länger. Und wir greifen jetzt einfach die Konversation vom letzten Stream auf. Vom letzten Stream, vom letzten Video auf. Also von der letzten Folge, von der 14. Folge. Und ja, Leute, wir starten rein, würde ich sagen. So beim letzten Mal ging es ja darum, dass der Cleverbot angeblich mit mir zusammen ist und ich mit dem Cleverbot angeblich verheiratet bin und habe halt auch gesagt, so, wir kennen uns nicht so und dann jetzt halt als letztes hat der Cleverbot gesagt, dann lernen wir uns eben kennen. So, machen wir da weiter. Okay, können hier gerne machen. Und was möchtest du machen? Dich kennenlernen. So. Ich will dich. Hä? Ach, Digga, Mann. Da versucht man ein bisschen nett zu sein, so. Und schreibt so dich kennenlernen. Und dann schreibt der Cleverbot so: Nee, ich will dich aber nicht kennenlernen. Okay. Dann nicht. Yep. Passt perfekt. Alles klar. nee, aber tatsächlich muss ich wirklich mal kurz sagen, ey, Leute, Dankeschön für die kranke geile Zeit, aber ey, dass es so weit hoch geht, alleine mit den Abozahlen oder insgesamt Aufrufzahl, weil, ey,
So, ich bin nicht einer, der jetzt irgendwie sagt, so push die Videos mit den Klicks nach oben. So, die Klicks sind mir am Ende des Tages komplett egal. So, weil ich bin nicht in dem Partnerprogramm drinne, noch nicht, brauche ich ja 4 Stunden Wiedergabezeit, 4000 Wiedergabezeit insgesamt, 4000 Stunden Wiedergabezeit insgesamt und 1000 Abonnenten. So, von den 1000 Abonnenten bin ich noch weit, weit entfernt. So, naja, deswegen, da bin ich noch sehr, sehr weit von weg. Aber ja, ihr wisst, glaube ich, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ja, I don't know. Ja. Ich weiß nicht so ganz, was ich den Cleverbot noch groß fragen soll, halt, in der jetzigen Folge. Wobei, ich kann ihn ja mal fragen, was glaubst du, ist meine. Glaubst, okay. Glaubst du, ist meine Lieblings. Monster Energy Sorte. Ich kann es ja sagen, tatsächlich meine Lieblingssorte von Monster Energy ist White Pineapple Flavor. Die schmeckt anders geil. Keine Werbung, ne? Keine Werbung hier. Sondern die schmeckt einfach wirklich geil. Ich habe die mir heute geholt, weil. Kurz gesagt, oh, ich kann das gar nicht gerade zeigen. Wartet, so, hier. Für, ja, wie gesagt, für mich ist gerade der 22. Für mich ist immer noch Samstag. Für euch ist jetzt so gesehen der 29. Aber ja, das weiß ich nicht. Es ist White Pine Apple Flavor. Ich hätte fast eine AU hingeschrieben. Nein, heute ist Donnerstag. Nein, heute ist Samstag. Es ist der 22., aber passt. Der. Aber passt. Siehst du, du weißt es doch selber nicht. Ich habe doch hier die Zeit und das Datum stehen. Willst du mich ehrlich verarschen, oder? Bist du deppert? Aha. Aha, alles klar. Naja, also heute 23 Uhr. Was ist um 23 Uhr? $2. Hä? Was? Da merkt man, ich bin schon zusammen sein. Nein. Nein. Cool. Hä? Was? Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin ein Mädchen und du ein junger Pastor. Theoretisch? Ja, ich weiß, ich habe theoretisch falsch geschrieben. Juckt mich nicht. Ich dich auch. Wie heißt du? Stopp. Du bist doch ein. Nein. Digga! Nein. Ich raste gleich aus, ne? Ich schwör's euch, ich raste gleich so aus, ne? Nein. Ne, ich bin ein Jan, genau. Genau. Und ich ein Mädchen. Ja, schön. Schön. Für dich. Ey Leute, es ist gerade 21:18 Uhr, ne? Wollen wir zusammen sein? Nein. Wieso? Weil wir, ups, ein Leerzeichen zu viel, wir uns nicht kennen. Nein. Nur wie ich heiße mehr Hilfe. Komplett verschrieben. Nur wie ich heiße.
Scheiße. Nee. Digga, bin ich irgendwie dumm, Digga? Doch, clever. Ja, genau, was ist das? Aha! Ich bin ein Scherz. Hä? Ja. Was ja? Ey, ich bin so verwirrt, Digga. Ja, ich bin 1,50. 1,50, Digga. Warte mal, 1,50? Da, der geht mir ungefähr bis zu den Rippen, Alter. Was ist denn das? Ich bin 1,80 oder so. Ich. Du hast eben noch gesagt, dass du 13. Was? Ich bin 16. Aha. Ja. Hast du eine Freundin? Nein. Cool, ich auch. Ich bin auch Single. Wen juckt's? Wer hat gefragt? Du. Nein. Was? Hä? Habe ich nicht. Doch, hast du. Wann? Ich hab nie gefragt, du singst. Ach, Digga. Maul. Ah, ja. In das. So. Ah, ja, wenn das so ist. Ich liebe Nick. Wer ist jetzt Nick, Digga? Wer ist Nick jetzt mit mal? Ich meinte Nick. Scheiß drauf, Leute, ganz ehrlich, ich halte mich davon fern. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr von Cleverbot sehen wollt und tatsächlich dann so gesehen eine dritte Staffel, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Stellt mir auch gerne mal oder schreibt gerne mal ein paar Fragen unten in die Kommentare für die dritte Staffel rein, denn die Fragen werden dann in der dritten Staffel verwendet und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, das heißt nächste Woche Dienstag, also so gesehen am 1.11. dann und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dann, tschüssi.